Hey meine Kiesel, Gebirg ist hier. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Super Mario Maker, da wo ich eure Level spiele, die ihr mir immer gerne einsetzen könnt. Heute ein weiteres Level von Phoenix Crafter oder dem Mario. Und zwar, how much do you see? How much is the fish? Und so. Eieiei, im letzten Part haben wir nämlich sein erstes Level gespielt, House of the Challenges, was er eingesendet hat. Und heute zählen wir einfach ein bisschen, deswegen gehen wir hinein. Wenn ihr es selber machen wollt, ID steht auf dem Bildschirm. Und in der Beschreibung, yay. So, wie viele sind das? Ich zähle 3, 5, plus 3, plus 4. Irgendwie so. Zieh doch mal richtig nach. Man kann auch ganz einfach machen, das hier. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es sind 12. Ich bin gemein, ne? So, die Antwortmöglichkeiten wären 15, was definitiv zu viel wäre. 10, was okay, ganz knapp dran ist, aber 12 ist natürlich die richtige Antwort. Deswegen 12. Ganz viele Mancher. Man zählt natürlich erstmal die da rumstehen. Das ist relativ einfach. Das sind 3, 7, 10, 12, 14. Da sind 2, da sind 3, da sind 3, da sind 4. Okay, da hatten wir quasi am Anfang jetzt 14 plus 2 sind 16, 19, 22, 26. 26. Checkpoint und Pilz. Ach du Scheiße, das sind viele Powerblöcke. Aber die bewegen sich ja nicht hin und her, deswegen ist es einfacher als die Käfer. Yay. 3, 2, 1, 6, 8, 10, 12, plus 1, 14, 16, 18, 19. Jetzt sind es nur noch einer weniger. 18. Nee. Gut. Das nächste sind fucking Springblöcke. Ach du Kacke. Okay. 3. Plus 2 sind 5. 7. Also man zählt natürlich die unteren mit, glaube ich, ne? Das würde sonst keinen Sinn machen. Dann muss ich nachher alle abziehen, das wäre doof. Also 3 plus 2 sind 5. Plus 2 sind 7. Plus 3 sind 10. 14. Plus 4 sind 18. Plus 6 sind 24. 26. 29, 31. Moment, ich hab ihn verzählt. Dann sind 32, was soll's. Ha, auf jeden Fall ein Checkpoint. Und ein P-Switch. Lauf, 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 lauf. Ah. Ich hoffe, den muss ich jetzt nicht zählen. Das wäre ein bisschen fies gewesen. Ah. Müssen wir noch ein bisschen Jump'n'Run machen. Das ist sogar ziemlich interessant. Frage ist, warum? Warum müssen wir da jetzt da durchspringen? Ich weiß es nicht. Was ist der Sinn des Lebens? Oh Gott. Was ist der Sinn des Lebens? Natürlich ins blödes Ding zu fallen, was man finden kann. Fettnäpfchen meine ich. Und daran einfach zu sterben. Heißt, ich darf nochmal durchspringen. Halleluja. Warum baut man sowas ein? Ich weiß es nicht. Warum tut man sowas? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Warum tust du das? Ich weiß es nicht. Warum? Warum? Niemand weiß warum. Feuer, 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 Feuer. Bla, 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 bla. Zeit für Quatschen. Bla, bla. Und jetzt nicht sterben. Ich sagte nicht sterben. Ich sagte verdammt nochmal nicht sterben. Ah. Warum packst du das im blöden Block hin? Der ist so unnötig. Wie? Na, super.
Na, super. Warum zum Teufel machst du in einem Dingensrätsel so von wegen Zille nach noch sowas hier rein? Ich verstehe es nicht. Ich sehe nämlich keinen Grund, um jetzt noch zu zählen von wegen, wie viele Feuerdinger sind da. Oh. Dachte, ich wäre noch unverwundbar gewesen. Blöder. Piss. Scheiß. Dreck von Kumba. Naja. Pilz, meiner. Mist. Mist. Ach. Da wollte ich mal was, ein bisschen was überspringen, dann verkacke ich da trotzdem. Weh, ich muss wirklich alle zählen. Das wäre echt widerlich. Das ist doof. Warum baut man sowas ein? Das ist einfach nur dämlich. Es bringt nichts zum Level. Es macht das Level nur ein bisschen länger und komplizierter und total unnötig. Warum sollte man das tun? Ach was, man... Och komm schon, wirklich? Man braucht wirklich einen Pilz hier oben? Sag mal, warum baust du sowas ein? Das ist so unnötig. So nach dem Motto, ha, du musst ja durchkommen. Und ich hatte vergessen, dass man am Ende noch einen Pilz bekommt. Heilige Scheiße, ist das dumm. Muss ich einfach wirklich abwarten. Und mich nicht treffen lassen von irgendeinem Scheiß. Das ist gemein. Voll dumm. Das ist wirklich einfach nur dumm. Das geht bei jedem Level-Design einfach gegen den Strich sowas. Oh Mann. Der Wickler war ziemlich fies dran. Das war knapp. Das war knapp. Das war viel so knapp. Muss sagen, das Zählen war okay, kann man sich durchcheaten. Klar, mit Start drücken. Aber die Sache am Ende, warum? Warum baust du sowas ein? Das ist so unnötig. Weil es einfach so unpassend ist für das Level. Im Ernst, man könnte meinen, oh, man muss jetzt da durchrennen und alles mitzählen. Oha. Ich meine, das wäre echt ekelhaft und böse, aber oha, warum? Warum? Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Naja. Aber wir haben noch das dritte Level und da hast du gesagt, es soll sehr kurz sein. Deswegen starte ich einfach und schau mal, was ich hier machen kann. Oder was ich hier machen muss. Can you made it? What? Was soll ich hier machen? Ha? Bitte was?
Was muss ich hier machen? Ich check das nicht. Warum muss ich... Moment. Es gibt doch bestimmt ein paar Leute, die hier was kommentiert haben, richtig? Nö, keine Kommentare. Was? Sehr skurril. Hm. Warum bekomme ich einen Pilz, ist die Frage. Ich warte einfach mal ein paar Sekunden. Beziehungsweise... Ich gehe mal zu Level beenden und schau mal die Kommentare an, denn ich glaube, da kann nur was sein, dass da was sein muss. Denn mir fällt nichts ein. Da gibt es keine Kommentare zu. Aber 12 Leute haben es geschafft. Weltrekord liegt bei 3 Sekunden. Hä? What? Zumal der Titel auch irgendwie falsch ist. Hä? Ah. Ich sehe. Klar. Macht Sinn. Das macht Sinn. Das macht sehr guten Sinn. Macht auch Sinn, dass man am Anfang einen Pilz bekommt. Weil man halt nicht erwartet, dass man da irgendwie sich durchcrouchen muss. Stern, ich mache kurz einen Neustart und versuche mal den Rekord noch zu brechen. Ich glaube nicht, dass es möglich sein wird. Aber man weiß ja nie. Oh, das war sehr eng. Das war sehr, sehr eng. Reicht das oder ist es noch ein bisschen zu viel? Ich meine, ich bin stecken geblieben, aber kurz, aber... Boah, das war knapp. Das kriege ich hin. Bin stecken geblieben. Mist. Neustart. Ich will es schaffen jetzt in dem Versuch. Den hier. Na, zu früh. Rechts rücken. Crouch. Zu früh gesprungen. Oh. Hätte ich springen sollen? Ich weiß es nicht. Hätte ich? Weiß es nicht. War es jetzt zu lang? War es zu kurz? Ich bin relativ schnell durchgekommen. Im Vergleich zu dem vorherigen. Und unser Rekord. Jawohl. Gibt bestimmt noch Leute, die es schneller hinbekommen, aber... Meh. Meh, 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 meh. Meh. Jetzt war meine Fratze da oben. Ich meine da unten. Da unten links bei Weltrekord. Uhaha. Gut. Das waren die Level von Phoenix Crafter. Uiuiuiui. Dieses Level ist gemein. Aber man kann es lösen, wenn man herausfindet, ach, da ist auf einmal eine Ranke. Muss ich mir merken. Es gibt wahrscheinlich noch mehr Level dieser Art. Wahrscheinlich viel mehr Level dieser Art. Das Ding aber. Das mit dem Zählen ist okay. Aber das mit dem Springen am Ende, das ist totaler Blödsinn. Weil man das nicht erwartet. Und was man hier erwartet, sollte man nicht einbauen. Also, was man nicht in dem Level erwartet, wo ein thematisches Ding drin ist, meine ich. Da sollte man das nicht einbauen. Bei anderen Leveln sollte man das einbauen. Alles Sinn macht und Sinn ergibt und generell gut ist. Eine Sache, die mich aber allerdings stört bei all deinen Leveln. Warum sind da diese blöden, bescheuerten Blöcke, die einem einfach den Weg versperren können? Den Sprung zerstören können? Ich verstehe nicht warum, weil die absolut unnötig sind. Die sitzen einfach da im Weg und denken sich so, ich bin ein Block. Ich bin ein Block. Ich mag diesen Ort. Und du kommst nicht vorbei. Aber gut. Ich bin raus. Ich danke fürs Zuschauen und man hört sich demnächst. Falls ihr Level habt, sendet sie ruhig ein. Über Twitter, Facebook, hier und da. Und was weiß ich nicht alles, wo. Und ja, ich gehe jetzt ein bisschen was frühstücken. Und ja. Bis dahin. Ciao, ciao.